Herzlich willkommen zu Love and Sex. Ich bin's wieder, die Mia. Und heute reden wir über das Verliebtsein. Beziehungsweise genauer über das, was passiert in uns, wenn wir verliebt sind. Was passiert in unserem Körper oder warum verlieben wir uns genau in diese eine Person? Um euch das besser zu erklären, nehmen wir mal eine willkürliche Person, die wir als Beispiel nehmen können. Das ist Tim. Für Tim ist heute ein ganz normaler Tag, bis er auf Susi traf. Nun ist Tim verliebt. Doch er weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Natürlich gibt es jetzt kein Grundschema, an das man sich halten kann, aber es gibt 5 Faktoren, die unbedingt passen müssen. Erstens, das Timing. Du musst emotional offen sein. Zweitens, Attraktivität. Drittens, assoziative Paarbildung. Du fühlst dich zu jemandem hingezogen, der dir zwar fremd ist, der aber den gleichen intellektuellen und sozialen Hintergrund hat. Viertens, der Geruch. Der Spruch, ich kann dich gut riechen, kommt nicht von ungefähr. Die Duftbotenstoffe, die Pheromone, lassen sich den Genpool des anderen riechen. All diese Faktoren können euch zu dem Zustand Verliebtheit bringen. Aber was passiert in meinem Körper, wenn ich verliebt bin? Was passiert in dieser Phase Verliebtheit? Und was verändert sich, wenn denn Verliebtheit zu Liebe wird? Verliebtheit ist ein biochemischer Prozess im Gehirn. Die Chemie der Liebe sozusagen. Ein Hormoncocktail ist die Ursache für das Hochgefühl, das nun Tim verspürt. Das Glückshormon Dopamin wird in seinem Gehirn freigesetzt und sein Belohnungssystem wird aktiviert. Paradoxerweise hast du nun aber weniger von einem anderen Glückshormon im Blut. Denn dein Serotoninspiegel sinkt, während du verliebt bist. Serotonin sorgt eigentlich für Ausgeglichenheit. Du kannst jetzt eben nur noch an eines denken: deine Auserwählte. Das Gleiche passiert übrigens auch bei Personen mit Zwangserkrankungen. Zudem schüttet sein Körper nun vermehrt das Stresshormon Noradrenalin aus. Sein Herz schlägt also schneller, wenn er seine Susi sieht. Das Stresshormon macht ihn impulsiver und aktiver und er wirkt nun zerstreuter, unkonzentrierter und das Denken fällt ihm schwer. Woher kommt wohl der Spruch, verliebte Köche versalzen das Essen? Oberflächlich betrachtet ähnelt der Zustand des Verliebtseins dem eines Suchtverhaltens. Sind wir glücklich verliebt, bekommen wir unsere Droge. Deshalb fühlen wir auch Entzugserscheinungen, wenn sich zum Beispiel eine Angebetete rar macht. Zudem verspürt er sogar körperliche Schmerzen, wenn er einen Korb bekommen sollte. Liebeskummer ist wie ein Drogenentzug. Damit später aus der Verliebtheit Liebe wird, produziert sein Körper das Hormon Cytokin, das auch als Kuschelhormon bezeichnet wird. Vielen Dank für deine Unterstützung, Tim. Aber jetzt ab zu deiner Angebeteten. Nicht, dass du noch Entzugserscheinungen bekommst. Diese Reaktionen lassen sich nicht vortäuschen, denn sie geschehen ganz unterbewusst, bevor wir darüber nachdenken können. Aber hier noch ein Tipp. Wenn ihr jemanden erobern möchtet, dann kann die chemische Erklärung euch als Hilfestellung dienen. Denn der Körper verspürt in gefährlichen Situationen und in Verliebtheit den gleichen Erregungszustand, aber er kann beide Zustände nicht richtig auseinanderhalten. Das heißt, fahr doch einfach mit jemandem Achterbahn und vielleicht sieht er dich in dem Zustand der Erregung in ganz neuen Augen. Habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt, dass ihr euch Hals über Kopf in jemanden verliebt habt und vielleicht wolltet ihr das gar nicht und es hat einfach nicht aufgehört und ihr konntet nichts dagegen machen? Dann schreibt eure Erfahrungen doch mal in die Kommentare. Ich denke, das wäre sehr interessant für uns und auch für die anderen. Dann war es das auch schon wieder was. Wenn ihr neue Themenvorschläge habt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann bis zur nächsten Woche und bis bald.